Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial von Creative Aktuell. Heute zeige ich euch eine Arbeitstechnik, mit der ihr ganz einfach Lichtstrahlen erstellen könnt. Das Gute dabei ist, dass ihr komplett nicht destruktiv arbeiten könnt. Die Lichtstrahlen lassen sich also auch noch nachträglich schnell und flexibel anpassen. Öffnet zunächst ein Motiv eurer Wahl. Ich entscheide mich für ein ganz normales Waldfoto, so wie es wohl jeder von euch schon einmal geschossen hat. Um eine künstliche Sonne zu erstellen, klickt auf Ebene, neue Füllebene, Verlauf und bestätigt mit OK. Stellt den Verlauf folgendermaßen ein: Art Radial, Winkel 90 Grad, Skalieren 78%. Der Verlauf reicht von einem hellen Gelb mit Deckkraft 100% zu einem Weiß mit Deckkraft 0%. Verschiebt dann bei noch geöffnetem Dialog die Sonne an die Stelle, an der sie scheinen soll. Und verlasst dann den Dialog. Stellt nun die Füllmethode der Ebene auf negativ multiplizieren. Um eine kleine Corona zu erstellen, dupliziert die Füllebene, indem ihr Stringbefehl plus J drückt. Doppelklickt auf das Ebenen-Thumbnail und vergrößert den Skalierenwert deutlich. In meinem Fall auf 180%. Damit habt ihr eine Lichtquelle erstellt. Jetzt wollen wir die Lichtstrahlen einbauen. Drückt die Taste D. Damit stellt ihr die Vordergrundfarbe auf Schwarz und die Hintergrundfarbe auf Weiß. Erstellt über den beiden Füllebenen eine weitere Verlaufsfüllungsebene. Nehmt folgende Einstellungen vor: Art Winkel, Winkel minus 120 Grad, Skalieren 100%. Als Verlauf stellt ihr den Verlauf Vordergrundfarbe, also schwarz, zu transparent ein. Klickt auf den Verlauf und stellt folgende Eigenschaften ein: Verlaufsart Rauschen, Rauheit 70%, Farbmodell HSB. Verschiebt den Regler S ganz nach links und achtet darauf, dass Transparenz hinzufügen aktiviert ist. Verlasst diesen Dialog und verschiebt das Zentrum der Lichtstrahlen auf die Lichtquelle. Schließlich stellt ihr die Füllmethode der Ebene auf negativ multiplizieren. Um die Lichtstrahlen ein bisschen auszudünnen, könnt ihr für diese eine neue Einstellungsebene Tonwertkorrektur erstellen. Je weiter ihr den Tiefenregler nach rechts schiebt, desto ausgedünnter der Strahleneffekt. Damit sich die Wirkung nur auf die Strahlenebene auswirkt, drückt den Beschränken-Button unten im Eigenschaftenbedienfeld. Um die Strahlen zu färben, könnt ihr zum Beispiel eine weitere Einstellungsebene Fotofilter erstellen. Ich wähle hier jetzt einfach mal den Warmfilter 81. Ihr habt bei dieser Technik die Möglichkeit, die Lichtstrahlen sehr flexibel und genau an jedes Motiv anzupassen. Doppelklickt auf das Ebenen-Thumbnail und bearbeitet den Verlauf noch einmal. Wenn ihr die Checkbox bei Farben beschränken nicht aktiviert, dann werden die Lichtstrahlen etwas kontrastreicher. Bei Transparenz hinzufügen wird jedem Lichtstrahl ein zufälliger Transparenzwert zugewiesen. Das sorgt für einen etwas natürlicher wirkenden Effekt. Über den Regler Rauheit könnt ihr bestimmen, wie fein die Lichtstrahlen sein sollen.
Wenn euch die aktuellen Strahlen nicht gefallen, könnt ihr über den Button Zufallsparameter eine neue Version generieren lassen. Und wenn euch die Strahlen besonders gut gefallen, dann könnt ihr sie durch Klick auf Neu dauerhaft speichern, indem ihr eine neue Vorgabe erstellt. Wie ihr seht, bietet euch dieser Weg eine sehr komfortable Möglichkeit, Lichtstrahlen schnell und maßgeschneidert zu erzeugen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen und freue mich, wenn ihr das Video weiterempfehlt und meinen Kanal abonniert. Auf Creative Aktuell findet ihr wie immer auch eine Textversion dieses Tutorials. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.